Beginnt ihr mal mit der Marmsower Teichwette? Marmsower Teichwette 2023. Michael Carstens gegen Marek Erhardt. Carstens, ja, und die amtierende Majestät hier in Marmsdorf, und von daher haben wir auch diese schöne Teichwette hier heute. Was macht die Marmsdorfer Teichwette aus? Dass es letztendlich Gaudi ist, alle Leute Spaß haben und dass man auch noch Geld für einen guten Zweck sammelt und das Geld auch noch gespendet wird. Seit wann gibt es diese Veranstaltung? Das ist jetzt das 21. Mal. Wir haben 2 Jahre ausgesetzt wegen Corona und das ist heute die 21. Teichwette. Wird es diese Veranstaltung in Zukunft nochmal geben? Das wird sicherlich weiter fortgeführt werden, weil es ja auch hier in diesem Bereich eine der größten Veranstaltungen ist. Aber wie man sieht, wir haben immer sehr viele Zuschauer hier und macht einfach Riesenspaß. Wie hat Ihnen die Marmsdorfer Teichwette gefallen im Jahr 2023? Wie immer ein Highlight. Ich freue mich, dass ich jedes Jahr hier bin. Ich bin, glaube ich, schon zum 20. Mal hier. Ureinwohner sozusagen. Das macht mir viel Spaß hier. Die war super, wie jedes Jahr. War echt schön. Ganz gut, aber ich bin ja auch Teilnehmer. Ich war einer von den Tauchern hier im See oder im Teich. Es war so wirklich voll und wie jedes Jahr. Hat mir sehr gut gefallen. Super klasse. Ich bin das erste Mal hier. Ne? Ich bin jetzt gerade hier zugezogen, hier in die Nebenstraße rein. Und muss sagen, ich habe hier auch noch Leute wieder gesehen. Die habe ich 30 Jahre nicht gesehen. Und das war super geil. Super, ganz toll. Ist auch viele Besucher da und ist immer sehr schön hier. Mein Name ist Marek Erhardt, ich bin Baujahr 1969, somit 53 Jahre alt und bin heute in Marmsdorf bei der Teichwette und freue mich sehr, hier zu sein. Wie war das für Sie? Naja, jetzt Gott sei Dank gut. Vorher hatte ich ein bisschen Sorge, dass ich hier nicht trocken ankomme, aber es ist Wahnsinn, was hier los ist und ich finde das hier wirklich ganz hervorragend. Was war das Besondere daran? Naja, dass ich sowas wie eine Teichwette noch nie gehört habe und dass ich hier auf einem selbstgebauten Floß auf dem Feuerwehrteich rumschippern muss. Aber ich habe tolle Leute gehabt, die mir dabei geholfen haben, die ganzen Taucher, die mit im Wasser waren. Das war wirklich großartig.